Hallo und herzlich willkommen heute mit einem etwas anderen Toy Review. Ich habe bei eBay einen richtig schönen Schlag landen können. Ich habe mir die kompletten vier Sky Scourgers der Generation 2 Line von 1993, 94 zulegen können und das für ein Schnäppchen. Hier fangen wir einfach mal an mit Schwarz Terror Dive, dem grauen Windraiser, dem grünen Eagle Eye und dem blauen Afterburner. Ein richtig geiles Team und ich würde sogar sagen, da sie alle Decepticons sind, sie könnten quasi auch welche von den Seekers sein. Einfach nur toll. Die Figuren gefallen mir, natürlich sind sie im klassischen Generation 2 Design gemacht worden. Sie haben keine großen Gelenke wie Kugelgelenke und Co., die fallen ja komplett weg. Ansonsten allerdings richtig tolle Figuren. Ich fange jetzt einfach mal an mit Terror Dive. Terror Dive wird als Bomber geliefert. In einem schicken Schwarz mit grünen Kanistern. An der Seite, ich weiß nicht, ob ich es jetzt euch zeigen kann, steht Decepticon dran. Na. Ihr seht es, einmal Decepticon mit dem Generation 2 Symbol der Decepticons. Dann einmal haben wir auf den Flügeln hier die Sticker angebracht für die Generation 2. Die Figur wird selbst in einem weiß-schwarz gehalten. Oben seht ihr dann auch nochmal wie eine Art Pfeil. Finde ich sehr schön gemacht. Und unten mit dem Kanister, der auch gleichzeitig seine Waffe ist. Vorne mit einem neongelben Visier. Dann gehen wir weiter zu Windraiser. Windraiser wird in einem grau-blau-rot geliefert. Und wenn ihr von oben schaut, was ich auch sehr interessant finde, ist eine Art Vogel abgezeichnet. Ich denke mal, das soll eine Art, ich würde sagen Falke oder sowas darstellen. Und auch er wird mit einer neongrünen Scheibe wie alle anderen geliefert und hat auch unten seine Bombe bzw. Kanister, die auch natürlich seine Waffe wird. Als nächstes kommen wir zu Eagle Eye. Eagle Eye wird in einem kompletten Grün geliefert mit Schwarz und einem Neongrün als Verzierung. Auch ein neongrünes Visier. Die Sticker sind alle natürlich auch angebracht. Und auch er hat unten seinen Kanister, der zu einer Waffe wird. So, und zum Schluss kommen wir jetzt einmal zu Afterburner. Afterburner, auch er mit seinen Stickern, schön mit den Blitzmotiven oben drauf. Auch er wird mit einem Neongelb geliefert und ansonsten hat er normale gelbe Verzierungen drauf. Auch die Einschubsdüsen hier oben sind sehr schön dargestellt, ansonsten mit grauen Verzierungen. Und auch er hat unten seine Rakete, die auch zu einer Waffe wird. So, bleiben wir doch einfach mal gleich bei Afterburner. Afterburner ist mein persönlicher Liebling der Figuren. Er sieht aus wie so ein Eurofighter, finde ich ziemlich cool. Dann nehmen wir einfach zur Verwandlung einmal die Waffe ab. Ist ganz simpel. Dann drehen wir einmal die kompletten Beine nach vorne. So. Die Triebwerke für die Füße sind gleich nach unten geklappt gewesen, die könnt ihr aber auch im Flugzeugmodus so nach hinten klappen, um quasi die Landestützen einzufahren. Könnt ihr aber wie gesagt nach unten auch machen, das ist dann euch überlassen. So, wie gesagt, dann dreht ihr einmal die Beine nach unten, dreht einmal das komplette Oberteil nach unten, dreht es einmal herum, klappt die hintere Turbine nach oben. Dreht jetzt die Arme, die ganze Armsektion einmal nach oben. Die Turbine kann jetzt oben festgemacht werden und befestigt einfach hier mit diesen Schlitzen hier hinten einmal das Hinterteil an der Figur. Klappt die Arme noch runter und schon ist Afterburner verwandelt. Ihr könnt ihm dann noch seine Waffe in die Hand geben. So. Und schon ist Afterburner verwandelt. Auch er wird natürlich mit dem Lightpipe-Feature geliefert. Das Lightpipe-Feature kann man natürlich auch dementsprechend euch gleich so zeigen.
auch sehr schön gemacht. Beweglichkeit ist natürlich drastisch eingeschränkt. Die Beine lassen sich nicht bewegen, die sind fest. Und man kann nur die Arme hoch und runter bewegen. Ansonsten auch eine sehr schöne Figur der Generation 2 Line. Jetzt kommen wir zu Eagle Eye. Eagle Eye gefällt mir auch richtig gut. Sehr windschnittig und auch von Details her. Hier unten hat man natürlich dann so eine Art Frontblende noch dazu davor geklappt, damit er nicht ganz so seltsam wegen den Beinen aussieht. Die Waffe nehmen wir ganz normal ab. Auch hier sind die Beine quasi nach unten geklappt, mit den Rädern hier angedeutet. Lassen wir gleich so. Die Figur ist ein wenig anders zu transformieren. Dazu klappt man, wie gesagt, erstmal die Räder hier oben nach vorne. Klappen hier einmal die Frontblenden zur Seite. Dann klappen wir einmal die kompletten Flügel nach unten. Ziehen anschließend einmal das Oberteil so nach oben. Die Beine klappen wir einmal so rum. Ich sehe gerade, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Diese Teile werden gleich komplett rumgeklappt an die Beine. So. Dann, wie gesagt, die Flügel nach unten, dass sie quasi mit den Beinen erstmal in einer Linie sind. Dann das Oberteil komplett hochklappen. Und dann alles in einem Schwung einmal herumklappen. Die Beine so rum. Die Oberkörper so. Die Spitze nach vorne rumklappen. Und jetzt einfach die Arme nach unten klappen. Und schon haben wir Eagle Eye im Robotermodus. Die Turbinen sind hier vorne an den Armen. Die Arme sind quasi innen drin gezeigt. Ist natürlich jetzt keine neuere Figur, deswegen natürlich auch die Komponenten, die Arme und so weiter in den Armen versteckt. Dann kann man ihm die Waffe in die Hand drücken. Vorne ist quasi die Pistole. Auch hier das Lightpipe-Feature. Und ansonsten ist die Figur auch sehr schön gemacht, auch von Details her. Jetzt kommen wir zu Windraiser. Windraiser ist auch ziemlich simpel zu verwandeln. Einmal das Fahrgestell einklappen. Das Fahrgestell von den Füßen lassen wir gleich unten. Die Waffe nehmen wir ab. Anschließend drehen wir hier dieses Teil einmal komplett nach oben, lösen die Beine, drehen diese ganze Komponente einmal so herum, drücken das hier oben rein, drücken die Spitze runter, drehen die Arme einmal so nach oben, drehen sie nach vorne, drehen sie wieder runter und schon haben wir Windraiser fertig verwandelt. So simpel ging das früher mit den Verwandlungen. Auch ihm, seine Waffe können wir in die Hand geben. Er ist, wie gesagt, auch sehr simpel gehalten, trotzdem sehr schön von Details. Auch hier sieht man auch nochmal auf den Flügeln groß Decepticon, dass man es auch nicht übersehen kann. Ja, früher hatte man mal die Autobots gewarnt quasi. Huhuhu. So, und jetzt kommen wir zu Terradive. Terradive ist auch eine sehr schöne Figur, die mir sehr gefällt. Dazu nehmen wir einmal jetzt die Waffe ab zur Transformation, lösen einmal hier die Kanister, drehen die zur Seite, anschließend das Fahrgestell einklappen, dann klappen wir die kompletten Flügel einmal nach hinten, klappen dadurch die Figur komplett auf, drehen die Kanister nach unten, dass sich die Beine bilden, klappen aus den Kanistern die Füße heraus und klappen die Oberseite nach unten. So. Und da haben wir auch gleich Terradive. Auch bei ihm kann man nur die Hände bewegen, wie bei allen anderen auch. Und er hat natürlich noch die Waffe. Und anschließend gibt man es ihm in die Hand. Und ja, schon hat man das komplette Team der Sky Scourgers zusammen. Ich persönlich muss sagen, für Generation 2 Verhältnisse sehr schöne Figuren, sind sehr klein gehalten, wurden damals in Japan eher für die Generation 1 rausgebracht. Hier natürlich hat man sie später nochmal neu aufgelegt und komplett als Generation 2 komplett neu auf den Markt gebracht, weil die hier bei uns als Generation 1 Version nicht erschienen sind.
galten damals als Pendant für die Micromaster und für die etwas größeren dann halt, die dann auch später noch zusätzlich neu rauskamen. Ich finde sie persönlich sehr schön. Wie gesagt, 1993, 94 sind sie erschienen. Ich bin stolz darauf, sie jetzt in meiner Sammlung zu haben und wollte sie euch natürlich gleich präsentieren. Ich bin, wie gesagt, stolz, euch sie zu zeigen hiermit. Alle haben natürlich, um das nochmal gleich zu zeigen, weil sie auch vieles gemeinsam haben, haben nicht nur die gelben Frontvisiere gemeinsam, sondern auch die Köpfe von den Farben her. Sind auch alle in Bronze gehalten. Und ansonsten, wie gesagt, sind es zusammen ein Team, die sogenannten Sky Scourgers. Wurden quasi damals, vermute ich mal, als Konkurrenz für Starscream gesehen, für seine Sky Seekers. So, ich bedanke mich wie immer für mein Review und hoffe, dass ihr vielleicht Kritiken oder auch Wünsche oder auch Lob in den Kommentaren hinterlasst. Und ich freue mich auf unser nächstes Toy Review. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Rex4.